Hans-Peter Gmünder, Direktor des Schweizer Paraplegiker-Center. Das mehrjährige Change-Projekt SPC 2019 steht kurz vor dem Abschluss. Es fängt damit eine neue Ära an. Was heisst das ganz konkret? Ja, also grundsätzlich mal wollen wir damit die Klinik fit machen für die Zukunft. Wir haben sie schon weitestgehend fit gemacht. Und es geht eigentlich darum, dass wir die medizinischen Inhalte, die medizinischen Prozesse, die Organisationen und vor allem auch die räumlichen Strukturen, die wir jetzt neu geschaffen haben, dass wir das alles passgenau zusammenfügen. Und ein wichtiger Teil darin ist beispielsweise die Trennung von der Akutmedizin und der Rehabilitation, auch wieder in eigenen Organisationen, damit wir die Profile schärfen können und die Qualität damit weiter steigern können. Jetzt die Rückenmedizin ist auch ein wichtiges Standbein des Schweizer Paraplegiker-Zentrums. Nicht nur für Querschnittgelähmte, sondern für allgemein alle Menschen. Wie unterscheidet sich das SPZ da von anderen Kliniken? Ja, Rückenmedizin in Nottwil, das ist eigentlich eine interprofessionelle Rückenmedizin, eine ganzheitliche Rückenmedizin. Die Wirbelsäulenchirurgie, an die man immer denkt, die nimmt nur einen ganz kleinen Teil darin Platz, also Wirbelsäulenchirurgie und Rückenmarkschirurgie. Und viel mehr Patienten, die führen wir gar nicht Operationen zu. Das heißt, die müssen wir anderen interprofessionellen Behandlungsprogrammen zuführen. Da spielt dann die Sportmedizin mit, die Schmerzmedizin, die Rehabilitation, bis hin eben zur beruflichen Abklärung und auch beruflichen Maßnahmen. Das unterscheidet uns ganz wesentlich von anderen Kliniken. Sie arbeiten in der Rehabilitation mit einem neuen Patientenfallmanagement. Wie funktioniert das? Ja, das Patientenfallmanagement, das wird uns helfen, dass wir eigentlich den stationären Aufenthalt sehr viel präziser planen und durchführen können als bisher, indem wir nämlich im Vorfeld schon von den Patienten und Angehörigen Informationen einholen, ihre Anliegen kennen und damit dann auch wirklich den Aufenthalt besser strukturieren. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, die Patientenfallmanager, die begleiten die Patienten dann auch hinaus, dann in die ambulanten Prozesse, nachdem sie aus der stationären Behandlung ausgetreten sind. Ja, Digitalisierung ist auch in der Medizin angekommen. Mhm. Ein grosses Projekt sind Sie im Moment am Planen und aufgleisen, wo eigentlich die Jahreskontrolle der Patienten verbessern soll. Ja. Wie funktioniert das genau? Ja, vielleicht nicht nur verbessern, sondern wir möchten eigentlich, wir haben das Ziel, dass die Patienten vielleicht gar nicht mehr nach Nottwil kommen müssen für diese Jahreskontrolle, indem wir die medizinischen Daten in ihrem Umfeld, bei ihnen zu Hause, beim Patienten selbst erheben. Die Daten müssen dann eingefügt werden in große Daten. Banken, die müssen wir intelligent machen und dann kann eine Symbiose von eigentlich Maschine, intelligenter Maschine und Arzt entstehen, um Diagnosen und Komplikationen sehr viel früher und anders zu erkennen, als wir das heute in der Lage sind. Und damit können wir natürlich Schlimmeres verhindern, indem wir frühzeitig intervenieren und Komplikationen möglichst abwenden. Also sehr ein wichtiges Projekt. Ja. Danke vielmals, Hans-Peter Münder, für das Gespräch. Gern geschehen.